Ulrike Brusi ist die erste und einzige Frau an der Spitze der Norddeutschen Landesbank, kurz der NordLB. Dort leitet sie als Vorstandsfrau seit nunmehr 3 Jahren die Geschicke des landeseigenen Geldinstituts. Grund genug für meine Kollegin Helga Kania, Ulrike Brusi zu treffen und sie vorzustellen. Die Norddeutsche Landesbank oder NordLB gehört zu den größten Banken Deutschlands. Seit 2002 ist ein Glaspalast in Nachbarschaft zum Hannoverschen Rathaus Sitz der Verwaltung. In den obersten Etagen finden sich die Vorstandsbüros. Hier treffen wir Ulrike Brusi, eine Wirtschaftsmathematikerin, die seit 2012 Mitglied des Vorstands ist. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, was mit Bank zu tun hatte, was mit Zahlen zu tun hatte. Ich habe auch Mathematik studiert und ich habe mir in frühen Jahren vorgenommen, dass ich mal ausprobieren will, ob ich das kann. Und das ist heute dann auch so, dass ich es tun kann und man kann es immer noch besser machen. Das ist so, was man dann jedes Jahr dann auch dazulernen kann. Vorstandsentscheidungen eines großen Unternehmens beeinflussen den Aktienindex. Arbeitsplätze, ja, ganze Volkswirtschaften. Wie sieht Vorstandsarbeit aus? Also man ist ganz viel in Gremiensitzungen unterwegs. Also man ist Aufsichtsrat für andere Gesellschaften, die zur Bank gehören oder auch nicht zur Bank gehören. Man ist aber auch viel für die Bank unterwegs. Das ist einmal dann vor allem auch in der Vorstandssitzung, wo wir uns zu sechst auch viel unterhalten, wie die Bank am besten auch zu steuern ist. Oder dann auch in dem eigenen Bereich, dass man mit den direkt zugeordneten Führungskräften bespricht, wie die weiteren Jahre laufen, wie die aktuellen Stände sind, wo Probleme sind, wie man die Probleme auch gemeinsam lösen kann. Im Moment sind ganz viele Projekte, die nächstes Jahr auch in Produktion gehen. Da gibt es viel zu besprechen. Es sind Jahreszahlen zu besprechen oder das dritte Quartal. Wie stehen die Zahlen da? Wie kann man da weitermachen? Wie schaut es aus? Das sind so Themen, die dann immer wieder auch auf den Tisch kommen. Nur 4% der Vorstandssitze in Deutschland sind von Frauen besetzt und über eine Quotenregelung wird nachgedacht. Brauchen Frauen besondere Unterstützung auf dem Weg nach ganz oben? Also ich glaube, dass für Frauen besteht es immer aus verschiedenen Facetten. Einmal ist die Leistung natürlich die da sein muss, sonst würde man sich auch nie für eine Frau entscheiden. Das ist aber auch immer eine Gelegenheit, die man haben muss, ein Mentor, den man haben muss, der einem das auch zutraut und der auch in der Lage ist, dass Frauen sind dann doch anders als Männer, auch damit umzugehen. Also dass er auch damit umgehen kann, dass Frauen anders sind und die gut in ein Unternehmen einbauen kann. Ich glaube, Frauen gehen an Dinge anders heran. Ich bin jemand, der sagt, Frauen machen nichts besser als Männer, sondern sie machen es anders. Und dieses Anderssein einzubauen, ist eine der Facetten, die wichtig sind. Was machen Frauen anders? Sie denken anders, sie gehen anders an Dinge heran. Sie sind, wenn man es jetzt generalistisch sagt oder generell sagt, teamorientierter. Männer sind hierarchieorientierter, da gibt es auch ganz viele Studien dazu. Beides zusammen ist dann immer der Effekt, der in Summe ein besseres Ergebnis auch bringt. Für die Stadt Hannover ist Frauenförderung ein wichtiger Teil der Wirtschaftsförderung. Auf dem alljährlichen Wirtschaftsempfang der Stadt wird daher ein Frauenförderpreis für herausragende unternehmerische Tätigkeit verliehen. Den Festvortrag hielt 2014 Ulrike Brusi, die diesem Preis eine wichtige unterstützende Funktion zubilligt. Es macht auf jeden Fall auf das Thema wieder aufmerksam und es bringt Leute wieder ins Gespräch, wie man das machen kann, wie weit man steht, ob sich was geändert hat. Und deswegen ist es immer wieder ein wertvoller Impuls, um auch nochmal das Thema in der Gesamtheit zu besprechen. Ein Blick aus der 11. Etage des Hochhauses auf die Stadt ist schon beeindruckend. Die Stadt liegt dem Betrachter quasi zu Füßen. Ist es fühlbar, dass man zu den wichtigsten Menschen Hannovers gehört? Also am Anfang ist es schon ein Gefühl, wo man manchmal über sich grinsen muss, weil man sich vorstellt, man ist ein kleines Mädchen und denkt darüber nach, dass einem jemand erzählt, dass man das mal wird. Da würde man natürlich dann auch lachen und als Mädchen denken, ja, keine Ahnung, vielleicht mal, aber lustige Geschichte. Und heute ist es so, heute spüre ich es jeden Tag und damit ist es auch meins.